Man sollte nicht gegen eine Kette prallen beim Wettfliegen. Ja, nee, frag nicht, Imelda, frag nicht. Ich schaue jetzt erstmal nach, ob meine Zaubertrankzutaten soweit sind im Raum der Wünsche. Also von Hogwarts, Geheim und Raum der Wünsche. Achso, was heißt Zaubertrankzutaten? Ich habe ja dann die ich direkt für ein Duell verwenden kann, vorbereitet. Alraune, eine Mosa Tentacula und Kalkul hatte ich, glaube ich, noch, oder? Wow! Ja, die Mosa ist ganz gut gewachsen. Und, die Alraune ist Ich auch gut finde, gewachsen. Sie sollten stolz auf all Ihre Alles gebrauchten gut gewachsen. Tränke Das ist sein. alles. Muss ich ja jetzt alles, ja, abernten, wenn ich jetzt hier bin. Ja, und dann muss ich. Jo. Jetzt. Ah, oh, da steht auch noch was. Darf ich nicht vergessen. So, was habe ich denn jetzt alles? Einmal kurz schauen. Ich habe die Venemosa, ich habe Kaukohl und ich habe Alraune. Das heißt, jetzt brauche ich nur noch den Kampf. Aber ich laufe jetzt nicht einfach im Wald für irgendeinen Kampf. Nee, ich schaue einmal, was für Aufträge ich als nächstes habe. Ein Freund der Taten. Serona will mit mir sprechen. Nee, ich war ja in der letzten Folge jetzt in Hogsmeade. Ich schau mal lieber, was Cello von mir möchte. Cello? Ah, nicht gegen Serona. Ich mag Serona, aber jetzt ist Cello erstmal dran. Wo ist er denn? Serona, sag ich schon. Cello, wo bist du? Cello? Nee, da ist er ganz bestimmt nicht. Der ist Biscuit. Ja. Ja, habe ich. Da, Biscuit jetzt. Von diesem ominösen. Wie auch immer das war. Der mir einfach nicht koscher vorkam. Hallo, blutiger Baron. So. Ja, ich suche. Sebastian und Ominous. Warte mal, ich muss lesen und laufen gleichzeitig schwer. Sebastian und Ominous wurden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Halle gestellt haben. Ich soll herausfinden, worum es dabei ging. Bin ich natürlich auf Cellos Seite. Dieser Ominous, der ist mir ominös. Ja. Aber wieder. Kobold in der letzten Folge, der war mir auch ominös. Wie ominös. Ja, also, aber ich bin gleich da, Cello. Ich bin für dich da. Du bist ja mein Freund, du bist mir sympathisch. So. Durch. Ja, ich muss nicht gleich einen Bombarder machen. Cello, wo bist du? Ist er hier irgendwo? Da ist er. Wer ist denn das? Wo wartet der? Achso, wahrscheinlich in der großen Halle. Na. Ja, schauen wir mal in der großen Halle, aber da ist. Ist das die große Halle? Ne, das ist nicht die große Halle. Hier schon mal, das sieht aber nett aus hier. Naja, da hinten sieht man ja, es ist nicht mehr weit. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Sollen wir da interagieren? Ja, schön, ich kann ein Zahnrad drehen. Ja, gut, dann mache ich es einmal an. Und dann drehe ich es nochmal. Passiert jetzt was anderes? Ja, jetzt passiert was anderes, aber was habe ich jetzt davon? Ja. Ah, ja, das sind die Heiligtümer des Todes. Oh, da sind wir aber. Aber die Heiligtümer des Todes. Achso, doch, die Heiligtümer des Todes gibt es schon. Aber hatte das Symbol nicht als Grindelwald erschaffen? Oder gab es das Symbol vorher schon? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ich laufe jetzt mal hier die Treppe hoch und dann gehe ich jetzt hier weiter durch den Innenhof. Oh, ja, schöner Innenhof. Ja, Applaus, Applaus, Applaus! So. Cello, erschreckt bitte nicht wegen meiner Maske. Ich habe immer noch keine neue Brille gefunden. Also, wenn sich hinterher herausstellt, dass die Maske Hallo, das ich Beste. bin's, Gareth. Was? Hast du kurz Zeit? Nee, ich wollte zu Cello. Ich wollte zu Cello. Also, wenn sich hinterher herausstellt, dass die Maske das beste Kopfding aller Zeiten ist, dann ist natürlich blöd. Aber jetzt sind wir in der großen Halle und. Cello? Dahin. Sag aber nicht, dass wir jetzt gekreuzte Stäbe Die machen dunklen müssen, Künste ja? sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Okay. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Jo. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Feigling. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Ja. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich.
Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Ja, etwas, was man nicht einsetzen sollte. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Oh. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Ja, natürlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die sind aber fies. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte. Aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ah, oh, das ist schon fies. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Ja, das ist schon fies. Mir ist gerade eingefallen, die Maske ist auch super als Corona-Maske. Also wenn die nächste Pandemie kommt, dann bin ich vorbereitet. So, Garrett, jetzt bin ich da. Also was wolltest du denn? Garrett? Was ist denn? Wo war er denn hier? Oh, eine Tür. Wie viele Türen sind hier? Garrett, was wolltest du denn? Ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Brauerei. Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es einen Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Oh. Ich hatte gehofft, du könntest deinen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Ja, mach ich. Klingt nicht allzu schwer. Und wer will nicht gern zum Honigtopf? Ah, genial, danke. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Jetzt bin ich gewissensbissig. Willst du etwa, dass ich sie stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Ich glaube, ich war im Off gestern im Keller, allerdings mit Alohomora und nicht über den Geheimgang. Ach, da will ich den Geheimgang jetzt aber finden. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amid mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Züge lockert. Und es ist kein Diebstahl, wenn ich danach... Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen. Wenn ich danach da einkaufe und ein bisschen mehr Trinkgeld gebe. Ja? Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Ja, nee, das ist er nicht. Einäugige Hexe. Dritter Stock. In welchem Stock bin ich denn? Ist hier ein Aufzug? Wo war da? Hier. Wie viele Augen hast du? 1, 2. Ja, jetzt wäre ein Aufzug gut, der mir, ach, hier ist runter. Ich dachte, ich hatte welche fett hoch. Ein Aufzug, der mir sagt, wo, in welcher Etage ich bin. Wo bin ich denn hier? Das scheint die richtige Statue zu sein. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Was war das clever? Passwort? Wie beleidigend. Gut, ein Genie. Zufrieden. Leidlich. Aber ich werde es mal durchgehen lassen. Der Desillusionierungszauber ist klasse. Ich bin wie ein Demigeist. Und oh, was in Merlins... Was für eine Dummheit. Ist mich fast dumm?
Wie kannst du es wagen? Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Vielleicht könntest du einfach aufpassen, wo du hinläufst. Was machst du denn da? Nein, ich versuche nur Invisiblus. Nein, das ist... Hör auf, sonst wirst du... Was? Geschafft! Du hast recht, es ist großartig. Das ist mein Aufsatz für Schab, du dummes Mordteil. Verlorene Tränke des Mittelalters im Vergleich zur schwarzen Pest? Oh. Nein, der über Unsichtbarkeit. Oh, dann wirst du das ja gut machen. Oh, verflixter Zauber. Ja, das war nett. Ich meine, natürlich, wo ist jetzt die Statue der einäugigen Hexe? Da, und hat die nur ein Auge? Ah, okay. Das war gut gerade. Descendium. So, dann wollen wir doch mal. Ja, ich bin sehr gespannt, oder? Wer hätte all das hier unten erwartet? Fred und George, allerdings erst in 100 Jahren ungefähr. Naja. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. So meinte ich das nicht, als ich vorhin sagte, ich brauche einen Aufzug. Gut, dann muss ich wohl. Ja. Ach, hier. Ich krieg den noch nicht hier. Ach, ich kann doch Reparo. Hammer. Ich kann doch Reparo. Ist das Reparo? Ja. Mach mal ein paar Schritte zurück und dann. Reparo. Ah, endlich ist Reparo mal nützlich. Ach, Reparo, das kam gleich dir. Ja, super. Ja. Ich hab Reparo schon fast vergessen. Ich hab Reparo ja nicht gebraucht, seit ich gelernt habe. Abwehr, es geht abwärts, meine sehr verehrten Damen. Untergeschoss, Babykleidung und so weiter. Kommen wir nun zur Damenunterwäsche. Ach nee, das war woanders. Hier sind gleich die Beliebigstacheln. Ja. Und jetzt? Interessant, interessant. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Ja, und hier Horchlumpsaft ist sehr wichtig für Mega-Power-Tränke. Natürlich mit. So. Und was haben wir hier noch? Ratten haben wir hier noch, okay. Aber solange ich jetzt keine Infos. Wobei gegen Infos habe ich hier nichts, aber. Oh, Spinnen. Konflikt! Okay, wenn ein Spinnen jetzt gleich auftaucht, dann hole ich mir vielleicht noch, Incendio dazu. So, gehen wir mal da runter. Okay, was ist das? Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Wie, ich sitze in der Falle? Achso, ich muss rausfinden, wie das Ding sich hier hochbewegt. Ist hier noch irgendwas, was ich... Nee, ich muss damit interagieren, aber... Wie wär's denn mit, Leviosa? Aha. Und jetzt? Kann ich jetzt? Das war ja jetzt nicht schwer. Naja. Dann, ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Ja, dann hol ich mir das hoch. So. Okay, jetzt aber die Frage ist, schaffe ich es darüber zu springen? Ja! Ach, ich habe es tatsächlich geschafft beim ersten Versuch. Und hier muss ich jetzt wahrscheinlich, also dann brauche ich wahrscheinlich wieder Reparo. Gut, anscheinend doch keine Spinnen. Dann, hol ich mir doch Reparo wieder zurück. Ja. Ach so, und dann hol ich's noch hoch. Ja, hoch. Ja, danke. So, kann ich das jetzt noch hier rüberholen? Das wäre mir ein bisschen sicherer. Nee, kann ich nicht, ich muss springen. Okay, dann. Naja, gut, besser. Und jetzt? Jetzt hier hoch? Gut, dann. Vielleicht hätte ich doch lieber den oberirdischen Weg nehmen sollen, statt. Den unterirdischen. Ja. Dann geht's hier wahrscheinlich hoch. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Was vorüber? Achso, ich muss wieder Reparo machen. Reparo! Und dann wieder Levioso. Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Was? Da ist was im Weg? Ja, und wie kriege ich das weg? Vielleicht sollte ich Accio wirken, um das Bild aus dem Weg zu schaffen. Accio, na gut. Accio. Ich kann. Ah, jetzt. Warte, weil ich das. Mann. So, jetzt. Ah.
Jetzt und jetzt wieder. Aha, geschafft. Gut. So, das war knapp. Okay. Garrett, was willst du denn immer von mir? So. Hier muss der Ausgang sein. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Konfingo und Konfingo. Oh. Na gut, das war jetzt auch nicht so schwer. Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Oh. Galeonen, glaube ich, im Honigtopf. Noch eine einzelne Galeone und noch mehr Galeonen. Oh, die scheinen hier gutes Einkommen zu haben im Honigtopf. Wenn sie die Galeonen so im Keller rumliegen lassen. So einen Keller mit so einem Gang will ich aber auch nicht haben. So, gehe ich jetzt nach oben oder? Ist hier noch irgendwo. So. Autsch. Bin mir den Kopf angeschlagen. Ja, ich sehe hier und keine Bedelwegstacheln, dann gehe ich mal hoch. In Hoffnung, dass ich damit auch die Aufgabe erfülle und nicht plötzlich. Also. Oh! So, jetzt hast du den Keller leider verlassen. Muss ich ganz gerne nochmal laufen. Hallo. Der Honigtopf. Ich rieche eine neue Sonnenbrille! Na, endlich! Wo finde ich die getrockneten Billigen? Nee, jetzt muss ich erst die Brille anziehen. Endlich eine neue Brille. Ich brauche die Corona-Maske nicht mehr. Naja. Ich hab eine Sonnenbrille. Ich kann die Corona-Maske endlich ausziehen. Ja, wie schön. So, wo finde ich jetzt hier Billigstacheln? Hier komme ich also wieder zur einäugigen Hexe. Aber. Ich suche hier Billigstacheln. Hier sind sie ja. Gut. Ich hab die Billywick-Stacheln. Jetzt zurück zu Garrus. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Tag und werde ich erwischt. Ich kann die Tür jetzt tatsächlich jederzeit verwenden, aber das will ich ja gar nicht. So, was ist. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich was essen. Ach, das ist Ernie! Ernie interessiert sich ja gar nicht dafür, ob die Kunden überhaupt bezahlen. Na gut. Entschuldigung. Die denn? Ich wusste nicht, dass Schmetterlinge von Schätzen angezogen werden. Das habe ich im Unterricht wohl verpasst. Schmeckt gut. Kann ich Ihnen etwas Trinkgeld da lassen für. Ich könnte Gold brauchen. Ja, ich würde Ihnen ja. Nö, der will auch nichts. Nö, also ich würde ja Trinkgeld da lassen, der will aber nichts von mir. Also, Wiedersehen. Ja, aber. Ich nehme mal die Abkürzung zurück. Ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg zurück, sondern Garrett. Oh. Wo sind denn jetzt wieder hier die. Achso, ich gehe einfach so zur großen Halle. So, das geht am schnellsten. So, ja, Garrett, ich bin da. Wo bist du? Hoffentlich nicht im Wald. Und dann kann er ja zufrieden sein. Jetzt bin ich in der Oh, hier sieht es aber dreckig drin aus. Hallo? Wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Ach, jetzt kann ich mich bewegen. Jo, sind groß. Jo, Entschuldigung, ich wollte nicht beim Essen stören. Garrett? Bist du denn? Garrett? Garrett? Ah, da ist er ja. Hallo nochmal. Warst du schon beim Honigtopf? Für dich doch immer. Hallo, Gareth. Ich habe die Billywick-Stacheln. Du hast sie. Fantastisch. Das war aufwendiger als gedacht. Ich hätte gerne eine Gegenleistung. Klar, mit so viel Mühe hätte ich nicht gerechnet. Aber ich bezahle dich gerne. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Yay. Okay. Gut, dann schau ich mal, ob meine Sachen inzwischen fertig sind. Und zwar im Raum der Wünsche. Weil ich wäre jetzt lange genug unterwegs nach Hogsmeade. Hätte ich auch gleich klar bleiben können, dass Hirona fahren, was die von mir will. Ja. Hier gibt's was Neues. Hier gibt's was Neues. Hier. Alles schön abernten. So.
Mega Power Traum. So, worauf habe ich gesagt? Was habe ich eigentlich noch gebraucht? Ich hab doch alles. Was habe ich denn? Hä? Achso, ich hatte ja schon alles. Entschuldigung. Ein Fehler. Na gut, aber ist auch nicht schlimm, nochmal alles zu haben. Und hier bitte direkt den nächsten bauen. Wobei, ich muss eigentlich auch mal, ich drücke mal direkt auf das nächste Vieh, aber ich muss vielleicht mal gucken, wie viele Zutaten ich überhaupt habe, wie viele Mega-Power-Tränke ich mir noch machen kann. Ich mache den mal gerade fertig und dann will ich mal gerne nach den Zutaten schauen. Ja, den hätte ich gerne. Und dann... Boah, ich kann noch 44 Mega-Power-Tränke machen. Und noch 23 Eduros. Und maximal kann ich auch... Und den Unsichtbarkeitstrank brauche ich die blöden Giftpilze. Und Donnergebrei, Fokus an. Oh ne, dann mache ich mir jetzt mal eine Eduros an. So. Und dann, ja, ich kann auch schauen, was ich als nächstes mache. Aufträge. Oder gehe ich jetzt. Dann gehe ich nochmal nach Hogsmeade, aber ich werde jetzt mal schauen, was die Rona von mir will. Weil, die Folge ist jetzt auch bald zu Ende, aber ich schaue wenigstens noch, was Serona von mir will. Also einmal nach Hogsmeade, bitte. Und dann, da gehe ich hin, das ist mein Lieblings-Flohpulverplatz in ganz Hogsmeade. Ja. Okay, Serona, was willst du denn von mir? Ich helfe doch immer gerne. So. Oh, hier ist eine Schriftrolle. Das heißt, es ist ein Video und dann... Was steht da denn? Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, da auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen, wie man 1994 an Winky sah. Ja, seit Winky steht das überall, wobei Winky jetzt noch in der Zukunft lebt, aber egal. So. Dann, hi Serona. Schön, dass du ein Butterbier für mich? Oh, wo kommt der denn vielleicht hier? Hat sich gerade materialisiert. Naja. Serona! Hallo Serona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Alles erledigt. Das habe ich. Danke. Wir arbeiten sogar zusammen, um Ranrock aufzuhalten. Tatsächlich? Ich hatte vermutet, dass Sie sich mit ihm verstehen. Es ist wohl besser, ich erfahre keine weiteren Details. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist 13. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Brottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Und gibt sie mir davon welche? Dort ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Brottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dort fand sie beim Ausräumen eines Schranks einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich dachte, sie war früher ein Zauberer und keine Hexe. Naja. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie dort von mir.
Ich trinke noch gerade noch was. Sehr gut. Also ich muss ja auch noch zu Imelda, nördlich von Hogsmeade. Oh, das heißt, da wartet Dot und hier irgendwo wartet Imelda. Sehr, hier ist ungünstig. Naja, schauen wir mal. Ich sag jetzt erstmal, arrivederci, over and out.